Weiter geht's beim Welcome Shop mit was absolut Außergewöhnlichem. Sie wissen vielleicht, die größte Chocolatiers der Welt sitzen in Frankreich, Holland und natürlich Belgien. Und deshalb habe ich mir die Mareike eingeladen. Grüß Gott. Hallo, Bolli. Aus Belgien, frisch eingeflogen, genau. Die Schokoladenexpertin. Park excellence, ja, kann man sagen. Ja, so ungefähr. Passt ja gut zusammen. Schokolade und Belgien, das spricht man in einem Satz aus. Genau. Nee, und wir haben also jetzt hier tatsächlich exklusiv bei Welcome Shop eine, kann man sagen, Zusammenstellung von wirklich ganz exklusive, genau. Handgemachte, ja. Praline. Und da kannst du uns sicher, ja, einiges dazu sagen. Genau, außergewöhnliche Praline. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal die Reihe durch, ja, dass man sieht, was alles drin ist. Wir haben hier eine mit einem Haselnusspraline. Mhm. Wir haben hier eine mit einem Brandy drin. Also Alkohol gibt es natürlich auch, okay, muss auch sein. Eine mit einem Birnenbrand. Das ist von unserer belgischen Schokolade. Das passt ja gut. Also ich würde vorschlagen, dass du nachher, ja, mal versuchst. Dann haben wir eine mit einer Mokka-Füllung und auch ein bisschen Kokosnuss. Also die versuchen auch immer etwas Spezielles da rein zu tun. Etwas Außergewöhnliches, etwas, was man nicht so mal im Laden kauft. Genau, das ist, also man kann überhaupt es nicht vergleichen, wenn ich jetzt irgendwo in den Laden gehe und ziehe so eine, genau, Industrieschokolade, ja, raus. Wirklich handgemacht. Das ist echt ganz frisch, weil die im Supermarkt liegen schon 6 Monate da. Mhm. Unsere werden ganz frisch gemacht, eingepackt und direkt den Kunden zum Kunde geschickt. Okay. Genau. Und das ist natürlich mit die hochwertige Zutat. Das war die mit dem, was war das? Das ist mit Birnenbrand, also von unserer belgischen Schokolade. Das sieht es nämlich auch toll, wenn man sieht, was, genau, da drin ist. Genau, innen drin, man also sieht dann die, so eine, die so dicke Schicht Schokolade, mhm, und dann die tolle Ganache ist echt mit dem Birnenbrand natürlich. Ganache ist diese, das, genau, ist die Füllung. Okay. Ja, das ist, probier einfach mal. Ganz hochwertig, man sucht natürlich auch immer die Zutaten aus den verschiedenen Ländern. Ich sehe schon, es schmeckt, ne? Ja, muss man aufpassen. Aber das ist natürlich das Tolle dran, da wir mit hochwertigen Zutaten arbeiten und wenig Zucker benutzen, hat man natürlich nicht dieses Gefühl, dass man schnell satt ist und dass man da dick wird. Man hat natürlich etwas Qualität. Ganz intensiv und auch lang nach. So. Genau, also, ja. Lecker. Das ist echt ganz cremig. Also, das ist mein Lieblingsprodukt. Was ist denn das hier? Das ist Eden Mess. Das ist von unserer englischen Schokolatier. Mhm. Oh. Das ist mit einer Erdbeerfüllung. Also außer weiße Schokolade in einer auch noch mal eine braune Schokolade. Und dann ein Erdbeermus, also etwas Früchtigeres. Okay. Und kleine Stückchen Erdbeer sind auch noch mal obendrauf. Mm. Und man sucht immer die besten Zutaten natürlich aus den verschiedenen Ländern. Also ist echt Zutaten. Das heißt also auch mit welch der Kakao und genau, echt, auch das, was an, ja, Früchte oder an sonstige, genau, Zutaten hinkommt. Echt spezifisch, was im in bestimmten Land echt gut rauskommt, was die speziell haben. Das suchen die raus, benutzen die auch. Und die Kakao ist natürlich außergewöhnlich. Da suchen wir bestimmte Plantagen, wo wir die Kakao herholen. Also das schmeckt man raus, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause kurz, zeige Ihnen mal ganz kurz, wie Sie da rankommen können. Und dann tauschen wir das einfach aus. Du holst nochmal 2 Schachteln. Ja, das essen wir noch, genau. Genießen. Eine besondere Einladung für Liebhaber feinster Schokolade. Suncor bietet Ihnen nun 32 seiner einzigartigen Pralinenkreationen zusammen mit einer detaillierten Menükarte. Sie erhalten zusätzlich kostenlos eine Packung feinster Trinkschokolade. Es erwartet Sie eine Welt voller schokoladiger Entdeckungen. Und dann kann ich Ihnen noch einen Tipp geben. Sie können natürlich die Praline bei uns bestellen. Und wenn Sie jemanden haben, der Ihnen am Herzen liegt oder dem Sie eine Freude machen wollen, einfach auch eine andere Adresse als Geschenk schicken lassen, ist überhaupt kein Problem. Genau, einfach anrufen, Adresse weitergeben. Mhm. Wenn die Mutti Geburtstag hat, einfach mal schnell anrufen und wir schicken das natürlich rechtzeitig hin. Aber jetzt würde mich interessieren, du bist ja wirklich die Expertin. Was ist jetzt aus der Packung, aus der Kreation, deine Lieblingspraline? Ja, meine Lieblingspraline ist ganz einfach diese Hazel McNutty. Das ist diese weiße, die liegt ja auch ganz vorne. Die hier? Genau. Komm, dann will ich mal nicht so sein. Das ist von unserer Hausschokolatier. Und der ist natürlich, ja, ganz toll. Man muss natürlich weiße Schokolade mögen. Weiße, aber Schokolade, das ist echt dunkle Schokolade. Und was ist da und drin? Und dann Haselnuss- und Macadamia-Nusse-Füllung. Also echt wie ein Praline. Also richtig was ganz, ja, ja, das ist echt ganz lecker. Hm? Ja, ich soll auch mal ein Stück versuchen. Ja, ich weiß es. Es gibt ja Leute, die fahren tatsächlich nach Belgien
Da gibt es ja einige so Chocolatiers, die auch mehr oder weniger die frische Praline, so wie wir sie hier haben, direkt verkaufen. Ja, die machen vor Ort und die verkaufen dann direkt in deren Laden natürlich. Mhm. Diese Pralinen, die bekommt man dann für 3-4 Euro je Stück. Hier hat man natürlich eine ganz schöne Mischung, 32 Pralinen von verschiedenen Chocolatiers. Und das ist nur für 19,95. Sensationell dabei. Genau. Also das ist echt außergewöhnlich. Was man vielleicht auch noch kurz zeigen sollte, das finde ich nämlich auch ganz super, das hat man sonst auch nicht. Das stimmt. Diese Menükarte, die im Prinzip mit in der Packung drin ist. Genau. Kann man ganz genau schauen, welche Praline durch welchen Chocolatier hergestellt wurde. Steht ja immer dabei. Genau. Und eine kleine Geschichte, wie er zu dieser Praline kam. Vielleicht hatte man ein Dessert gegessen und hat diese Zutaten genommen und da eine Praline rausgemacht. Ach so, okay. Im Prinzip auch ein bisschen so Geschichte, wie ist die Praline entstanden. Genau. Und natürlich auch ganz wichtig, Alkoholgehalt wird auch erwähnt. Ah, okay. Also das heißt, wenn das hier so... immer diese kleine Gläser. Das Gässchen ist nicht für Kinder und nicht, wenn einer Probleme hat. Ja. Und was ich auch ganz witzig finde, ist das hier. Da ist nämlich hier praktisch so eine Karte dabei, die können Sie uns auch dann zurückschicken. Genau. Wo man praktisch jede Praline bewerten kann, wie sie einem geschmeckt hat. Ja. Gibt es auch noch eine Online-Plattform dazu. Ja, kann man auch online machen. Und das Schöne natürlich ist, wenn man alle rund den Tisch sitzt und versucht, man diese Karte dann ausfüllt und wie hat die geschmeckt, wie hat die andere geschmeckt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Resonanz für unsere Chocolatiers, weil die schauen diese Bewertung natürlich nach und werden dann die neue Pralinen darauf dann basieren, dass sie wissen, okay, diese hat gut geschmeckt. Was die Leute gut geschmeckt hat, dann wird in der Art dann auch wieder was Neues. Wird nochmal eine neue gemacht mit dieser Zutat. Also ich kann nur sagen, Maike, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Und Ihnen kann ich nur empfehlen, suchen Sie sich irgendwie eine freie Leitung, bestellen Sie sich's und wenn Sie jetzt gleich bestellen, kriegen Sie von mir, von Welcome Shop, hier noch einen Beutel hochwertige Trinkschokolade mit oben drauf. Eine besondere Einladung für Liebhaber feinster Schokolade. Wir haben Meister-Schokolatiers gefunden, die ihre Kreativität dafür einsetzen, kleine, schokoladige Meisterwerke mit atemberaubenden Füllungen zu kreieren, nur aus frischesten, natürlichen Zutaten hergestellt. Suncor bietet Ihnen nun 32 seiner einzigartigen Pralinenkreationen zusammen mit einer detaillierten Menükarte. Sie erhalten zusätzlich kostenlos eine Packung feinster Trinkschokolade. Es erwartet Sie eine Welt voller schokoladiger Entdeckungen.